Geister? Das überrascht Sie wohl sehr, Mrs. Köpfer. Also wissen Sie, meistens ist es so, wenn ich jemanden nach seinen Hobbys frage, dann sind es Briefmarken oder sehr teure Sportwagen. Geister sind kein Hobby von mir, meine Liebe. Sehen Sie, ich bin Wissenschaftler. Mein Aufgabenbereich ist das Paranormale. Und mein Forschungsgebiet umfasst psychokinetische Phänomene, Gespenstererscheinungen und Poltergeister. Also das, was nur in den Köpfen stattfindet. Nein, das, was wirklich existiert. Glauben Sie dran, Mrs. Köpfer? Bitte zeigen Sie mir Ihre Brieftasche. Wieso das? Tun Sie mir den Gefallen, hm? Danke. Kein Presseausweis. Was noch lange nicht heißen muss, dass Sie kein Reporter sind oder so ein Schmierfink eines Boulevardblattes. Habe ich da recht? Ich kann Ihnen nur versichern, dass ich nichts dergleichen bin. Aber wenn Ihnen dieses Thema unangenehm ist, dann verabschiede ich mich jetzt von Ihnen und Ihrer lieben Tochter. Mr. Disgrazia. Irgendwie haben Sie mich neugierig gemacht. Würden Sie noch einen Moment bleiben, um mir vielleicht ein paar Fragen zu beantworten? Dafür wäre ich Ihnen sehr dankbar. Gott sei Dank ist mein Mann noch nicht hier. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Er hat mit Gespenstern nämlich nicht allzu viel im Sinn. Ich verstehe Sie sehr gut. Ich weiß, dass es leichter ist, darüber zu sprechen, wenn der Gesprächspartner anschließend auf Nimmerwiedersehen verschwindet. Nun gut, Sie interessieren sich also für Gespenster, ja? Ihr Mann scheint ja da eher ein wenig skeptisch zu sein. Nein. Nein, mein Mann ist extrem skeptisch. Für ihn ist eine Zigarre eben immer nur eine Zigarre. Trotzdem haben sich in diesem Haus Dinge ereignet, die jeder logischen Erklärung widersprechen, was mich wiederum zu der Annahme verleitet, dass unter Umständen in meinem Haus Geister wohnen. Wie ich sehe, lachen Sie gar nicht. Und ich sehe Ihren besorgten Gesichtsausdruck. Warum sollte ich lachen? Nun, da Sie mich ins Vertrauen gezogen haben, werde ich mich Ihnen auch anvertrauen. Du bist so wunderschön. Kommt mir vor wie ein Traum. Bitte lauf nicht weg, verzeih mir, ich wollte dich nicht erschrecken. Bitte hab keine Angst vor mir, ich tu dir doch nichts. Hier, weißt du, es war fast wie ein Traum. Hoffentlich kneift mich jetzt keiner. Thank you.
Jody? Was ist mit Jody? Sei vorsichtig, sag jetzt lieber nichts. Das könnte ihn verwirren. Gerade fiel der Name meiner Frau. Jody. Joe. Du musst ganz ruhig bleiben. Entspann dich. Komm zurück. Du warst ja völlig abwesend. Das war so, als würdest du jeden Moment durchdrehen. Ich möchte gern wissen, was dich in diese Trance versetzt hat. Der Arzt sagt, ich werde es überleben. Sie können tief durchatmen. Das Gefühl habe ich wiederum nicht. Troy. Und weißt du warum? Solche Klamotten entdecke ich nicht das erste Mal bei dir. Ich habe nichts gesagt. Aber du weißt ja, dass ich immer einen Riecher für eine gute Story habe. Also schieß los. Ich weiß, wer Sie sind, Mrs. Kepfer. Also sind Sie doch ein Reporter. Nein, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich habe in der Zeitung gelesen, Sie würden in Ihrem Haus Geister beschwören. Ja. Das fiel mir aber erst ein, als Sie Ihren Namen nannten. Und Sie angedeutet haben, dass es in Ihrem Hause spukt. Die Zeitung hat Hokuspokus daraus gemacht, aber etwas anderes war auch gar nicht zu erwarten. Ich habe diese Seance sehr ernst genommen, denn das, was da passiert ist, hat mich nur darin bestätigt, dass es in meinem Hause spukt. Was waren das für Erscheinungen? Also, es hat andauernd... Naja, es gab da, wie soll ich sagen... Es sind einfach seltsame Dinge geschehen. Das Licht ging aus und an, Gegenstände tauchten auf und verschwanden wieder und wir hörten plötzlich eine Frauenstimme jammern. Natürlich haben Sie sich das mit Stromstörungen erklärt und dass der Wind durch den Kamin pfeift, habe ich da richtig geraten? Mason und Dreyfus haben es sich so erklärt. Dreyfus? Ja, also einer der Angestellten. Das sind zwei unverbesserliche Realisten, ohne jegliche Art von Glauben. Die Geister, die in Ihrem Haus herumirren, sind genau genommen verstorbene menschliche Wesen, Mrs. Kämpfer. Sie sind nicht im Jenseits, sie sind unter uns. Ich würde sogar behaupten, dass sie denselben menschlichen Schwächen unterliegen wie wir. Davon bin ich überzeugt. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich ihnen vertrauen soll, aber andererseits... Finde ich es auch faszinierend, jemandem zuzuhören, der fest daran glaubt, diese Dinge würden existieren. Die Liebe existiert. Glaube und Vertrauen existieren. All das nehmen wir als selbstverständlich hin, ohne Beweise dafür zu verlangen. Warum können wir da nicht auch andere Dinge einfach akzeptieren? Gute Frage. Ich habe Gespenster in meinem Haus. Sie sind der Experte... In Sachen Übersinnliches und zufällig begegnen wir uns. So, meinen Sie. Ich glaube an Geister, Mrs. Kepfer. Aber Zufälle. Zufälle gibt es nicht. Lass dich nicht von mir vertreiben, Kette. Du warst zuerst hier. Hab Vertrauen. Durch die Gegend gerannt und plötzlich sehe ich dich. Ich weiß nicht mal genau, wo ich hier bin. Ist dir auch egal.
Weißt du, ich bin noch nicht lange in Santa Barbara. Deshalb sind wir uns wahrscheinlich bisher noch nicht begegnet. Vielleicht sollte ich mich am besten erst mal vorstellen. Ich... Okay. Vielleicht sagst du erst, wer du bist. Lass mich raten. Du heißt Sadie. Nein. Griselda, Charmaine, ich weiß nicht, ich gebe auf. Du willst, dass ich abhaue. Aber es war trotzdem schön, dir begegnet zu sein. Wer auch immer du bist. Warte. Bleib noch ein bisschen. Bitte. Was hast du gesehen? Sag's mir. Da war Jody. Und du warst da. Kelly war auch dort. Es wurde immer verwirrender. Cruz, Kelly, Reese und Jody. Ist doch kein schlechtes Gespann. Cruz, ich hoffe, es hat etwas bewirkt. Ja, ich glaube schon. Ich weiß noch nicht, was es zu bedeuten hat, aber... Hab noch ein bisschen Geduld. Ja, gute Feder. Ich danke dir. Für dich und Warren hat es sich wohl gelohnt. Hm? Und was ist mit Kelly? Irreführen solche Träume, nicht wahr? Du schließt deine Augen und du hast das Gefühl, für all deine Probleme endlich eine Lösung zu finden. Dann wachst du auf. Die Probleme sind immer noch da und es gibt keine Lösung. Das Beste wird sein, du und Kelly, ihr vergleicht eure Träume. Weißt du noch ihren Traum, wie sie nachts allein auf der Landstraße fährt? Und sie plötzlich von jemandem angehalten wird? Das war doch gar kein Traum, nicht wahr? Wieso fragst du mich das? Weil du dabei warst. Ich konnte dich sehen. Du warst der Mann, der sie angehalten hat. Du warst diese Person. Jetzt frage ich dich, warum hat sie mir die ganze Geschichte so erzählt, als ob es nur ein Traum gewesen wäre? Keine Ahnung. Ich schlage vor, du fragst sie. Und frag sie auch gleich, warum sie den Teil erfunden hat, in dem ich sie küsse. Ist das nicht passiert? Das hat sie geträumt. Was hattest du da draußen verloren? Was fällt Ihnen überhaupt ein, in meinen persönlichen Sachen herumzuwühlen? Ich glaube langsam, dass Sie derjenige sind, der ein Problem hat. Jetzt rede ich hier nicht raus. Ich mache dir ja keine Vorwürfe. Ich will doch nur wissen, was hier los ist. Also, das geht Sie doch wirklich überhaupt nichts an. Schon richtig. Es sind deine Sachen und du kannst damit machen, was du willst. Vielen Dank für Ihre Erlaubnis. Jetzt halt mal die Luft an. Ich habe dich schon oft mit Sawyer zusammengesehen und habe nie was dazu gesagt. Von mir aus mach, was du willst. Immerhin ist es dein Leben. Danke für Ihr Verständnis. Gut zu wissen, dass Sie so tolerant sind. Ach, machen Sie doch, was Sie wollen. Ignorieren Sie nur alle, die anders sind als Sie. Aber eins garantiere ich Ihnen, auf die Art und Weise werden Sie sich noch das Knick brechen, Professor. Denkst du, ich kann deine Situation nicht nachvollziehen? Du gehörst zu einer Minderheit, Troy. Ich gehöre zu einer Minderheit. Wir sind beide Individualisten. Ich muss damit klarkommen, dass man mich zum Außenseiter gemacht hat. Das bedeutet aber nicht, dass ich den immerzu herauskehren muss.
Glaub mir, sowas schreckt die Leute nur ab. Halten Sie es für besser, immer mit einer Maske durch die Gegend zu laufen? Das habe ich nicht gesagt. Wie ist das zu verstehen? Sie senden widersprüchliche Signale aus. Anstatt mal mit richtigen Argumenten zu kommen, schwafeln Sie dummes Zeug. Manche Männer bevorzugen Frauenkleider, andere wiederum sind schwul. Was nicht unbedingt heißt, dass sie Hand in Hand mit ihrem Freund durch die Straßen laufen. Sie haben mich ja noch nicht mal gefragt, ob ich schwul bin. Ich habe wirklich keine Probleme damit. Wenn Sie ein Problem mit mir haben, dann ist das Ihr Problem und nicht meins. Ich hätte besser nicht herkommen sollen. Warum bist du gekommen? Ja, warum wohl? Ich wollte ihn nur an die Wäsche. Ist das wahr? Zumindest glauben Sie das doch. Hey, wer sagt, dass Sie mein Typ sind? Du hast etwas vergessen. Nein. Sie haben nicht gefragt, wem das Zeug gehört. Mir nicht. Hey, du kannst ja reden. Ich dachte schon, du magst mich nicht. Andererseits hättest du auch genauso gut sagen können, verschwinde von hier, ich will lieber allein sein. Ich bin froh, dass du hier bist. Aber das bleibt unter uns, okay? Ich darf nämlich nicht hierher gehen. Warum nicht? Du willst das nicht sagen. Weil es ein Geheimnis ist. Ich komme oft hierher, wenn ich über irgendetwas nachdenken muss. Oder etwas Abstand brauche. Ich kann dich ganz gut verstehen, mir geht's oft genauso. Ich bin heute einfach losgelaufen, um endlich einmal abschalten zu können. Erzähl's mir. Ach, ist belanglos. Ich hatte nur eine kleine Auseinandersetzung mit einer Freundin von mir. Oh, du hast eine Freundin. Einen Freund zu haben ist wundervoll. Wieso? Jeder hat doch Freunde. Glaube ich jedenfalls. Würden Sie es bitte zum Tisch bringen? Danke. Hallo? Verdammter Anrufbeantworter. Hier ist deine Frau oder deine Mutter. Hört mal, ich warte auf euch. Ich bin hier im Windsurfer. Und falls jemand von euch BJ trifft, richtet ihr bitte aus, dass ich hier auf sie warte. Happy Birthday, BJ. Hallo. Hallo. Darf ich mich setzen? Eigentlich ist alles reserviert. Mhm. Wer kommt denn noch? Breeze und Sawyer. BJ wollte sich hier mit uns treffen und eine kleine Party zu ihrem 19. Geburtstag feiern. Bisher bin ich allerdings der einzige Gast. Verstehe. Tja, soll ich die Gesellschaft leisten? Nimm's bitte nicht persönlich, Kelly. Weißt du, Cruz ist auch nicht zu unserer Party eingeladen. An ihn habe ich jetzt auch gar nicht gedacht, sondern daran, deine Familie kennenzulernen. Gelegentlich gern. Heute wollen wir unter uns bleiben. Okay, meinetwegen setz dich. Na los. Wir können uns ja ein bisschen mit Traumdeutung beschäftigen. Hey, vorsichtig, hör mir erst mal zu. Es war gar kein Traum. Wirklich passiert. Reese hat mich nachts auf der Landstraße angehalten. Wirklich? Umso besser. Das verschafft mir endlich mal Gewissheit. Kelly, es beruhigt mich zu erfahren, dass mein Mann dir tatsächlich nachgestellt hat. Ach, jetzt dreht kein Blödsinn. Wir wollten doch nicht durchbrennen und geküsst hat Reese mich auch nicht. Diese Passage habe ich komplett erfunden. Ich weiß das. Er hat's mir gesagt. Wir haben sicher keine Kontrolle über das, was wir träumen, Kelly. Und es mag sein, dass der Verstand sich gegen Mitternacht abschaltet und unsere dunklen Seiten zum Vorschein kommen und mit Sonnenaufgang verschwinden sie dann plötzlich wieder. Ich habe bestimmt nichts gegen einen Traum, aber weißt du, ich habe meine Schwierigkeiten mit einer Lüge. Das sind nicht deine Sachen? Jetzt ist der Professor aber ziemlich durcheinander, was? Wenn Sie nicht so verdammt überzeugt von sich gewesen wären, hätte ich es Ihnen schon längst gesagt. Also, wem gehört das? Fragen Sie mich nicht. Vielleicht hat ja Ihre Freundin mal in aller Eile Ihre Unterwäsche vergessen. Die gehört nicht, Angela. Und mir auch nicht.
Na gut, dann habe ich mich eben geirrt. Habe ich mich auch in dir geirrt? Jetzt werden Sie aber neugierig. Sie denken, ich hätte etwas mit Sawyer. Wenn Sie es genau wissen wollen, ich liebe ihn. Ich liebe ihn wie meinen eigenen Bruder. Eine ehrliche Antwort. Ich wette, dass Sie mit Angela nicht halb so ehrlich sind. Das geht dich überhaupt nichts an. Ach, so ist das. Ihr Liebesleben geht mich nichts an, aber meins nehmen Sie auseinander. So würde ich das nicht sagen. Du hast mir eine Menge zu verdanken, mein Lieber. Du warst ganz unten und du dachtest, alle wären gegen dich. Du warst verbittert. Manchmal frage ich mich, warum ich dir geholfen habe. Ich weiß warum. Weil ich dich sehr mag und weil mir dein Schicksal nicht egal ist. Sagen Sie das nochmal. Etwas unverkrampfter. Sagen Sie mir ins Gesicht, dass Sie mich mögen. Und sagen Sie es mit Gefühl. Sei mir bitte nicht böse, Troy. Aber du bist auch nicht mein Typ. Ist schon gut. Wir können ja trotzdem Freunde sein. Ich wette, Sie haben schwule Freunde. Ja, stimmt. Und Freunde drücken sich auch hin und wieder. Sie trösten sich. Sie umarmen sich. Seien Sie mein Freund. Trösten Sie mich, Warren. Danke. Das ist eine lächerliche Geschichte. Wirklich völlig harmlos. Ich habe mir nur einen kleinen Spaß erlaubt. Da ist nichts dran. Es war ein Witz. Ich habe gedacht, ich mache Cruz jetzt mal ein bisschen eifersüchtig. Kelly, solltest du wieder mal vorhaben, witzig zu sein, um Cruz zu ärgern? Dann such dir doch bitte einen anderen Mann aus. Tut mir leid. In dieser Stadt wird schon genug herumgetratscht. Die brauchen unsere Unterstützung nicht. Jody, bitte entschuldige. Ich bin dir nicht böse, Kelly. Es muss wohl an diesem verdammten Abend liegen. Weißt du, ich komme mir vor wie dieser Bursche, der einen Felsbrocken den Berg hinaufwälzt, der immer wieder runterrollt und der von vorne Sisyphus anfangen muss. Du meinst Sisyphus. Sisyphus. Über wen macht ihr euch schon wieder lustig? Hallo? Sieh mal an, ist der Selbsterfahrungstrip von Erfolg gekrönt? Scheint so. Ich wette, heute habt ihr eure Kindheit noch mal durchlebt. Stimmt. Ich habe auf einmal Appetit auf Eiscreme bekommen. Cruz ging dabei mehr in die Tiefe, muss ich zugeben. Ja. Klingt ja sehr mysteriös. Hat es sich wenigstens gelohnt? Oh ja, das war sowas wie Urlaub für die Seele. Ganz ernsthaft, das war interessant. War eine gute Idee, Kelly. Willst du es mir bald erzählen? Ja, wir reden noch drüber. Okay. Hey, Liebling, das Kind im Manne hat jetzt Lust zu tanzen. Ja, aber das kleine Mädchen ist im Moment nicht in Stimmung. Und du, Kelly? Was? Nein, danke. Jetzt nicht, Reese. Kelly, tu mir den Gefallen. Ich habe kein Problem damit. Tanz mit. Hör aber auf. Keine Widerrede. Ich will, dass du mit ihm tanzt, bevor ihr den ganzen Abend hier rumsitzt und am Daumen lutscht. Wäre dir das nicht lieber? Hauptsache, du träumst nicht wieder davon. Na, ist doch wahr, oder? Okay, Spaß beiseite. Wie war's? Es war gut. Sehr intensiv. Reese hat es fantastisch gemacht. Er hatte überhaupt kein Problem damit. Er ist voll darauf eingestiegen. Das war sehr beeindruckend. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So ist Reese nun mal. Manchmal beneide ich ihn um seine Art. Ach ja? Ich bin begnadeter Tänzer. Also, du beneidest ihn um seine Art, obwohl er dir manchmal ein bisschen zu verrückt ist. Wie kommst du denn darauf? Hab ich recht? Nein, so würde ich das nicht sagen. Er ist nicht so festgefahren wie wir. Er ist viel lockerer. Ich meine, du und ich, wir können doch noch nicht einmal ein Brot kaufen gehen, ohne uns den Kopf darüber zu zerbrechen, welche Sorte wir nehmen. Weizenbrot, Vollkornbrot, geschnittenes Brot oder im Stück. Reese macht sich über all sowas keine Gedanken. Er schlingt es einfach runter und weiß hinterher nicht einmal mehr, was er da überhaupt gegessen hat. Was ist los mit euch beiden?
Fängst du schon wieder an, Fragen zu stellen? Ja, denn in der Höhle hörte ich dich rufen. Es war deutlich deine Stimme. Wirklich? Ja. Und was habe ich gesagt? Hilf mir. Du hast mich um Hilfe gebeten. Sie schläft immer noch. Ich gehe dann. Sie sind bestimmt auch schon müde. Mr. Disgrazia, würden Sie bitte noch ein bisschen bleiben? Ich treffe meinen Mann an der nächsten Station und hätte noch ein paar Fragen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Na gut. Möchten Sie einen Drink? Ja, gern. Okay. Was möchten Sie noch wissen? Seit wann beschäftigen Sie sich mit dem Übersinnlichen? Seit meiner Kindheit. Ich bin in einem Schloss aufgewachsen. Und dort gab es viele Geister. Waren die manchmal sichtbar? Sie haben sich nur mir gezeigt. Darüber haben sich meine Eltern geärgert. Das kann ich mir vorstellen. Samantha hat mir erzählt, sie hätte eine Freundin. Jedenfalls habe ich daraus den Schluss gezogen, sie hätte sie erfunden, weil sie ein Einzelkind ist. Alle Kinder glauben nur an das, was sie sehen. Und sie sehen, was ihrer Vorstellung entspricht. Hat diese Freundin einen Namen? Ja, Abby. Weißt du, ich dachte, du wärst in die Höhle gegangen, um deine Probleme zu bewältigen und nicht meine. Schon richtig, aber du brauchst trotzdem Hilfe. Ich habe BJ getroffen, rein zufällig. Sie steckt in Schwierigkeiten. Was ist passiert? Weißt du, sie hat ein Problem mit sich und für mich ist es sehr schwer nachzuvollziehen. Ich würde sie am liebsten schütteln, um sie wieder zur Vernunft zu bringen. Warum hat sie Probleme in der Schule? Wenn's nur das erzähl schon. Sie will kein Mädchen sein. Was? BJ will viel lieber ein Junge sein. Und sie ist gerade dabei, ihre Weiblichkeit zu verleugnen. Und zieht keine Kleider mehr an? Bruce, ich will auf keinen Fall, dass Reese irgendetwas mitbekommt. Sie steckt in einer Identitätskrise. Genau das ist der Punkt. Von klein auf war BJs Identität von uns vorgegeben. Rosa Schleifen, weiße Kleidchen, kleine Löckchen. Sie war Daddys braves kleines Mädchen. Das hat er von ihr erwartet und sie hat mitgespielt. Bis jetzt. Nur das Problem ist, dass ihre neue Rolle sie mindestens genauso einzwängt. Außerdem rechnete sie nicht damit, dass wir nach einem jungen Mann in abgerissenen Jeans und mit schlechten Manieren suchten. Oh, wow. Erwartest du sie heute Abend? Ich würde gern mit ihr Geburtstag feiern. Aber ich fürchte, ich muss damit rechnen, dass die Party ausfällt. Ah, da sind Hallo. Wir wieder. Bitte. Und hat Kuz dir erzählt, dass er deine Stimme gehört hat? Ich finde, seine Träume sind ziemlich zweideutig. Ist das so? Du Spinner. Setz dich. Hab schon verstanden. Was ist daran zweideutig, wenn ein Freund einen Freund ruft? Und wenn schon allein das falsch eingeordnet wird? Ach, dann sollten wir gar nicht mehr auf die Straße gehen. Sag mal, wo bleibt denn BJ? Ich dachte, ihr wolltet Geburtstag feiern. Ach, die Kleine kommt schon. Sie weiß doch, dass wir uns hier treffen. Schatz, ich habe überall Nachrichten für Sie hinterlassen, aber ich habe das Gefühl, dass sie uns versetzt. Und ich vermute, dass Sawyer hier heute auch nicht mehr auftaucht. Also, ich glaube, sein Training ist ihm wichtiger. Komm schon, ist doch nichts Neues. Du weißt doch, dass er geboxt hat, richtig? Es macht mir wirklich nichts aus. Ich bring dich gern nach Hause. Ich will dir keine Umstände bereiten. Außerdem weißt du ja noch nicht einmal, wo wir uns hier befinden. Dann machen wir es wie Hänsel und Gretel, die sich im Wald verirrt haben. Hör zu, ich find's nur nicht so gut, wenn du hier ganz allein durch die Dunkelheit läufst, weißt du? Mein Schutzengel passt schon auf. Hast du keine Angst? Vor dem Wald? Wovor sollte ich denn Angst haben? Fürchtest du dich vor gar nichts? Nur vor Jungs, die zu viele Fragen stellen. Wenn du mir sagst, wo du hin willst, dann erkläre ich dir den Weg.
Ich muss wieder zurück zum Strand, da ist so eine Bar, die heißt Der Windsurfer. Und genau dort erwartet mich meine Familie, zur Geburtstagsfeier meiner Schwester. Eine Geburtstagsfeier, wie schön. Tja, also, ob es wirklich schön wird, entscheidet ganz allein BJ. BJ? Ja, das Geburtstagskind. Aha. Aber so, wie es aussieht, hat sie eigentlich keinen Grund zum Feiern. Ist sie traurig? Ja, sie ist traurig und wütend. Ein bisschen durcheinander. Ach, weißt du, ich habe eine ziemlich seltsame Familie. Aber trotzdem liebst du deine Familie, oder nicht? Selbstverständlich liebe ich sie. Das ist nicht das Problem. Oder vielleicht ja doch. Wie sagt man so schön? Wir können nicht miteinander, wir können aber auch nicht ohne einander. Trifft haargenau auf uns zu. Zug wird man auch durchgeschüttelt. Oh, bitte erzählen Sie weiter. Wir waren bei Abby stehen geblieben. Ja, richtig. Ich glaube, sie ist Abigail, die damalige Besitzerin meines Hauses. Da fällt mir etwas ein. Was denn? Abby, das war der Name von Abigails Enkeltochter. Und vermutlich ist das auch das Mädchen, von dem Samantha andauernd redet. Haben Sie sie auch gesehen? Mein Mann hat mal eine Art rosa Schleier vorbeihuschen sehen, sagt er. Und ich habe ganz in meiner Nähe eine weibliche Stimme flüstern gehört. Sie flehte mich an, das Haus nicht zu verlassen. Und sie war so gegenwärtig, dass ich dachte, wenn ich mich umdrehe, würde eine sterbliche Gestalt vor mir stehen. Wie dumm. Nein, wieso? Weil ich ganz zufällig weiß, wo ihre Grabsteine stehen. Beide, sie und ihre Mutter, sind schon vor einigen Jahren gestorben. Eine traurige Geschichte, Mrs. Kämpfer. Ich schlage vor, wir unterhalten uns morgen früh weiter. Ich bin ziemlich erschöpft von dieser langen Reise. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich ziehe mich dann zurück. Gute Nacht. Mr. Disgrazia, es ist eigentlich nicht meine Art, einem Fremden meine Tochter anzuvertrauen, aber ich möchte nur mal schnell zum Schaffner und ihn fragen, ob mein Mann seine Ankunft bestätigt hat. Deswegen wollte ich Sie bitten, bleiben Sie einen Moment hier. Nur für den Fall, natürlich, dass Samantha aufwacht. Ich bin gleich wieder hier. Wir tanzen. Du verstehst was davon, wie man die Leute von seinem Tisch vergraulen kann, mein Liebling. Du hast gewusst, dass Sawyer boxt, nicht? Ja, das stimmt. Und du hast es absichtlich verschwiegen? Nur weil es mich nichts angeht. Du weißt, was ich davon halte und trotzdem unterstützt du deinen Sohn. Unseren Sohn, Reese. Unser Sohn ist 18 Jahre alt. Ich habe schon aufgehört, ihm Vorschriften zu machen, als er gerade mal alt genug war, um sich selbst die Nase zu putzen. Ich finde, was Sawyers Entscheidungen angeht, sind die immer noch weitaus vernünftiger als deine. Also spiel dich nicht wie ein Oberlehrer auf. Ich weiß, dass ich kein Vorbild für ihn bin. Das bin ich wirklich nicht. Hey. Wollen wir uns weiter unterhalten? Wenn es noch irgendwas Wichtiges zu sagen gibt. Sie halten mich für ziemlich verkorkst, was?
Ich gebe zu, ich bin ein bisschen durcheinander. Aber das können Sie ja sicher für Ihre literarische Arbeit verwenden. Ich könnte Ihnen eine ganze Menge erzählen. Sie sind doch immer auf der Suche nach einem guten Stoff. Sie waren schon überall auf der Welt und haben eine Menge Leute kennengelernt. Sie sind immer auf der Suche nach irgendetwas, stimmt's? Was suchen Sie wirklich? Ich suche mich selbst. Soll ich dir was sagen? Hier habe ich mich gefunden. Erspar dir den Kummer, Kleiner. Wer wegläuft, der findet nie zu sich selbst. Glauben Sie denn, dass ich das tue? Ich will dich ja nur warnen. Du hast vom ersten Tag an alles Mögliche getan, um aufzufallen. Worauf es dir ankam, war, dich von den anderen zu unterscheiden. Du bist in meinen Kurs reinmarschiert und hast mich gebeten, dir zu helfen, was ich auch versucht habe. Und jetzt machst du mir einen Vorwurf daraus. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Es tut mir leid. Mrs. Kempfer, die beiden Kinder sehen sich wirklich verblüffend ähnlich. Das habe ich auch festgestellt. Wissen Sie, ich habe das Tagebuch gelesen. Als Abigail in ihrem Tagebuch über ihre Enkelin schrieb, war Abby in demselben Alter wie meine Tochter. Und die Kleine ist zu dem Zeitpunkt sehr, sehr krank gewesen. Was hatte sie? Es fing mit Schlafstörungen an. Ich geriet in Panik, denn Samantha wurde auch krank. Ich bin mit ihr zu vielen Ärzten gegangen, aber es stellte sich raus, dass es nur eine harmlose Grippe war. Das freut mich sehr. Es fasziniert mich, was in Ihrem Hause vor sich geht. Und ich würde mich wirklich gern ein wenig näher damit befassen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen, Mrs. Kemper. Ist die Kappe für die Party? Nein, das ist meine Baseballkappe. Ich kenne Baseball aus dem Fernsehen. Bist du einer von den Dodgers? Nein, zu denen gehöre ich nicht. Ich spiele nur hin und wieder Baseball. Meine Sportart ist Boxen. Das ist kein guter Sport. Vorsicht, du solltest mich erst mal im Boxring sehen. Ich würde dich lieber beim Baseball sehen. Darf ich deine Kappe als Erinnerung an diese Begegnung behalten? Na klar, aber es wird nicht bei der Erinnerung bleiben, denn ich komme garantiert wieder. Wirst du keinen Ärger bekommen? Was? Warum sollte ich Ärger bekommen? Du bist wirklich ungewöhnlich. Ich habe noch nie ein Mädchen wie dich getroffen. Hör mal, wollen wir uns morgen Abend wieder hier treffen? Wenn du willst. Ich kann es kaum erwarten. Jetzt muss ich aber los. Meine Leute werden sich fragen, wo ich bleib. Wir sehen uns dann morgen, okay? Ja, ich freue mich schon. Ich auch. Wiedersehen. Sag mal, ich weiß noch nicht einmal deinen Namen. Aurora. Und wie heißt du? Sawyer. Sawyer. Gute Nacht. Gute Nacht. Gleich. Warte mal. Wohin soll das führen? Es ist alles gut. Ich weiß jetzt, was ich will. Ich will mit dir zusammen sein.
Sie haben recht mit dem, was Sie gesagt haben. Danke. Vergiss es. Ich gehe jetzt. Wollen Sie mir nicht auf Wiedersehen sagen? Warren, sehen Sie mich an. Hat keine Chance, ist unser Thema heute um 14 Uhr. Und genau dieser Meinung ist zum Beispiel Andreas. Der ist nämlich unsterblich verliebt in eine verheiratete Frau. Christina meint auch, dass ihre Liebe keine Chance hat, denn ihr Freund ist 13 Jahre jünger. Ein Pärchen, Verena und Heiko, sagen, alles Unsinn. Die Liebe hat eine Chance, man muss es nur wollen und muss diese Hindernisse überwinden. Unsere Liebe hat keine Chance. Bis gleich um 14 Uhr.